Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch hier die Swissonic A204BT. BT steht für Bluetooth. Wir sprechen hier über noch original verpackte Monitorlautsprecher. Und ja, die sind klein und insofern spannend, dass sie vielleicht für Anfänger, also wirklich für blutige Einsteiger, sehr, sehr praktisch sein könnten. Von den Anschlüssen her finden wir hier einmal Cinch-Eingang vor, dann 6,3 mm Klinke und der Lautsprecher wird verbunden mit dem zweiten Lautsprecher hier über diese ganz üblichen und altbekannten, lange bewährten Lautsprecherkabel, die hier so rein gedrullert werden, sage ich mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier klanglich gleich erwartet, weil die ja doch schon sehr, sehr klein sind. Und ehrlich gesagt erinnert mich die Größe und auch die Anschlüsse und so ein bisschen an, ja, Computerlautsprecher. Vielleicht sind das auch so ganz spannende Computerlautsprecher, die man dann eben auch zusätzlich zum Monitoring einsetzen kann. Oh, was ich gerade sehe, hier ist noch so ein bisschen Moosgummi mit dabei für unten dran, damit die besser stehen und den Schall besser absorbieren. Aktiver Studiomonitor. Komm, wir gucken mal in die Beschreibung rein. Wie lange habe ich denn das schon nicht mehr gemacht? Download? Die kann man auch runterladen. Gefahr, Vorsicht. Sicherheitshinweise. Hinweise. Installation. Brauche ich eine Installation? Das ist Anleitung. Ah ja, hier haben wir die Leistungsmerkmale. Und zwar ist hier ein Class D Verstärker eingebaut mit 50 Watt, also 2x25 Watt. Wir sprechen hier also wirklich über sehr, sehr entspannte Lautsprecher. Also das ist jetzt nichts Großes, damit reißt ihr jetzt keine große Party ab. Wollen wir ja aber auch nicht. Wir wollen nur ein bisschen Musik hier drin haben, um hier ja ein bisschen vorhören zu können, um hier ein bisschen mithören zu können. Und was hier mit dabei ist, finde ich auch richtig nice. Klar, zum einen das Anschlusskabel. Die Drähte sind hier auch schön, wie nennt man das? Verlötet. Also das ist schön, dass das nicht so auftrullert. Dann haben wir hier einmal ein AUX-Kabel mit dabei, damit ihr auch euer Smartphone und so oder euren Computer anschließen könnt. Und wir haben ein Cinch-Kabel dabei. Cinch auf 3,5 mm Klinke. Und das ärgert mich gerade ein bisschen, weil das heißt, dass ich wahrscheinlich noch Kabel holen muss. Ich dachte nämlich, ich kann den jetzt hier einfach an den Mixer anschließen. Aber okay, wir kriegen das hin. Ich will nämlich jetzt die Lautsprecher hier an den RMX95 hier von Reloop anschließen. Und dann hören wir mal, was aus den guten Dingern hier rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Ja, normalerweise steckt man zuerst alles andere rein, bevor man dem Ding Strom gibt, ne? Egal, wir machen es heute umgekehrt. Das ist wirklich, das hat irgendwie so Vibes von früher. Als ich noch so 14, 15 war, da habe ich hier mit diesen Kabeln hier auch immer meine Boxen überall angeschlossen und habe mir dann auch Sachen gebaut. Oh je, das darf man niemandem erzählen heutzutage. Da habe ich irgendwie 5, 6 Lautsprecher mit solchen Kabeln an irgendeinen Verstärker angeschlossen und mich dann gewundert, warum es nicht richtig funktioniert. Jo, jetzt machen wir es professionell und machen so, wie es die Bedienungsanleitung vorschreibt. Sehr, sehr cool. Uns rutscht ein bisschen wieder raus, aber ist drin. Gut. Ja, Verarbeitung ist solide. Machen wir mal an das Ding. Ah, ist schon an. Hä? Wie mache ich das an? Ah, vielleicht sollte man den einschalten hier hinten. Er ist an. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Kontrollleuchte? Ist er wirklich an? Ich bin mir nicht sicher. Ich höre nichts. Muss ich da noch was anderes machen? Ah doch, da ist eine rote Lampe an. Okay, rote Lampe ist an. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwelche Kabel habe. Wenn das mal keine professionellen Audiokabel sind. Die Cordial DJ-Serie
Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich packe euch da einen Link unten in die Videobeschreibung rein. Die können was. Die sind nice. So. Schließen wir das gute Stück doch mal an. Links, rechts. Links, rechts. Na? Gespannt? Oh. 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 Oho. Ah ja, okay, da ist die Grenze. Geil. Geil. Das ist richtig gut. Was ein professioneller Übergang. Ah. Also, ich denke, es ist klar. Ne? Wir sprechen hier jetzt über Mini-Lautsprecher. Schaut euch die Größe an. Das ist jetzt auch kein professioneller Lautsprecher, aber für den Preis finde ich, sind es A, sehr, sehr gute, verdammt gute PC-Lautsprecher. Und ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, die an einem Newmark oder so als kleines Upgrade zu nutzen, an einem DDJ-200, DDJ-400, also die ganzen kleinen DJ-Controller, wenn ich zu Hause bin und im Wohnzimmer da ein bisschen mehr Bums haben möchte, dann bin ich da auf jeden Fall gut aufgestellt. Wie gesagt, wir haben hier einen Cinch-Eingang, wir haben 6,3 mm Klinke-Eingang, natürlich hier Power-Eingang und die Kabel sind hier ganz normal mit diesen Klemmen befestigt zum nächsten Lautsprecher. Lautsprecher insgesamt ist gut verarbeitet. Das Gehäuse scheint Holz zu sein. Die Front hier, die ist aus Plastik gefertigt. Wirkt jetzt auch nicht mega hochwertig, aber es ist funktional. Und ich finde, es sieht auch gut aus. Also der Lautsprecher muss sich so optisch jetzt nicht verstecken. Swissonic A204BT kann ich also auf jeden Fall schon mal an der Stelle empfehlen. Auch die Bluetooth-Funktion habe ich jetzt ausprobiert, natürlich nur mit Content blocked Music, deswegen muss ich das leider rausschneiden. Aber die Bluetooth-Funktion funktioniert auch sehr gut, der Klang ist da auch sehr gut, nicht ganz so gut wie hier aus dem Mixer raus. Man merkt da schon einen kleinen Unterschied, aber das ist absolut brauchbar. Also ein gutes Produkt, wenn ihr ein paar sehr kleine, kompakte Lautsprecher sucht, die ja, eure Nachbarn nicht ärgern, dann sind die Swissonic hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.